Moin Moin und grüß Gott, liebe Kunden. Mein Name ist Steffen Hartlieb von der Firma GS Terrassen Montagesysteme. Ich begrüße Sie in unserem TTZ Test- und Trainingszentrum in Hille. Und heute, herzlich willkommen, schauen wir uns an, wie ein Kunde aus unserem Profilsystem, Aluminium-Profilsystem Ecofix, einen Hauseintritt, also ein Podest, gebaut hat auf entsprechenden Streifenfundamenten mit einer Keramikplatte. Ja, das heißt, der Kunde, sehen wir gleich im Video, hat seinen Eingangsbereich neu gestaltet und wollte dort als entsprechenden Belag und der entsprechenden Absatzstufe, ja, wie man das typisch kennt von den Hauseintritten, eine Keramikplatte verwenden, hat das entsprechend verkleidet mit Steinen und somit ist er auf uns aufmerksam geworden. Wir haben für den Kunden, wie Sie das kennen, mit dem Kunden zusammen kostenlos dieses, wenn es auch kein großes ist, aber es muss ein stabiles sein, Projekt geplant, weil dieses Projekt, und da sehen Sie hier schon mal an den entsprechenden Bauteilen, baut man natürlich nicht mit kleinen Mimi-Pipi-Profilen oder man baut sowas auch sicherlich nicht auf Stelzlagern. Ja? Immer wieder auf und Abtritt, auf und Abtritt, auf und Abtritt. Und dann so Personen wie ich und dann mehrmals, ja, und dann über Jahrzehnte. Und deshalb hat der Kunde dort das Richtige getan mit unserer Unterstützung und hat gebaut auf unserem 120-80-Profil. Das hat er dann auf den entsprechenden Streifenfundamenten verbaut. Ja, natürlich, wie Sie das im Film sehen, Sie wissen, die GS Terrassenmontagesysteme liebt feste Verbindungen. Da wird nichts klick, klick, klick gemacht. Ja, oder hier irgendwo reinschraubt, schraub da rein, schraub hier. Sondern wir arbeiten auf festen Ankern mit festen Verschraubungen. Entweder mit Bohrschrauben oder bei unserem Aluvario-System. Hier sind wir in der Ecofix-Serie. Arbeiten wir halt mit Klemmverbindern, M8, Nutensteinen oder eben halt Hammerkopfschrauben. Und das hat der Kunde gebaut. Bevor wir die Filmstrecke einsteigen, zeige ich Ihnen ganz kurz, was dort gemacht wurde. Das 120er bezüglich der Durchbiegungsstabilität als Grundprofil eingesetzt mit dem Ankern für das 120er verschraubt auf dem Fundament. Das sehen wir gleich. Also richtig stabil dort gebaut und auf dem Unterzug, ähnlich wie bei aufgeständerten Terrassen, hat er dann das 85-45 verbaut und diese Profile werden selbstverständlich dann auch mit entsprechend großen Ankern verschraubt. Ja. Wiederhole, wir sind wieder bei dem Thema feste Verschraubung, feste Verbindung, Steifigkeiten und deshalb schrauben wir natürlich solche Projekte. Und somit hat der Kunde seine Grundstruktur gebaut. Konterlattung, unten das große Profil fest verankert auf den Streifenfundamenten, oben das 85 drauf, auch entsprechend verankert mit festen Schrauben in allen Profilseiten. Und dann darf natürlich nicht wieder fehlen. Sie wissen, wir verlegen Platten, ein umlaufender Randabschluss, ja, dass die Platten dort entsprechend eingefasst sind. Und hier wieder ein gutes Beispiel dafür. Würden Sie hier in diesem Fall keinen umlaufenden Randabschluss bauen, sondern würden die Platte nur auf punktuelle Halterchen legen, wie ich sie dann immer nenne, dann haben Sie eine Drehwirkung. Ja? Weil wenn Sie dort auf der Kante stehen und nach unten gehen, würde die Platte immer dazu neigen, sich entsprechend selber zu neigen oder rauszufallen. Und von daher selbstverständlich umlaufender Randabschluss. Und was Sie dort natürlich auch wiederum sehen, ja, Sie wissen, Keramikplatten legt man nicht direkt aufs Alu. Nein, nein, nein. Ja, Wasserablauf, Kippleinfälligkeit, Geräuschbildung und so weiter. Und deshalb unser Plattengleiter, den Sie aufschrauben und justieren können bezüglich der Plattenformate, die nicht immer gleich sind. Gut, in dem Fall waren es nicht viele, aber trotzdem können Sie dann schön die Fuge vermitteln, den festschrauben. Und somit haben Sie gleichzeitig erreicht, einmal natürlich eine extrem tolle Fuge. Sie sehen hier, Sie haben erreicht den entsprechenden Abstand, die Punktlagerung bezüglich der Kippelanfälligkeit, Wasserablauf, Geräuschminimierung, Rutschhemmung und so weiter. Hier am Rand natürlich mit einem Pad ist die Platte dann wiederum gehalten. Das hat der Kunde dort in seinem Projekt realisiert. Kostenlose Planung durch uns. Sie sehen auch, mit welch festen Winkeln wir arbeiten. Ja, komme ich nochmal auf die Festigkeiten zurück. Ja, das heißt, bei einem 85er-System, bei einem 85er-System haben wir natürlich auch entsprechend feste Systemwinkel, die wir dort einsetzen, mit denen die Systeme dann entsprechend auch untereinander verschraubt werden. Weil das ist eben halt auch ein entsprechendes Qualitätskriterium für Sie als Kunde in der Entscheidung, was ist denn das richtige System für mich? Und ich oder wir hätten ein Angebot für Sie. Und das ist unsere Stabilität, so stellen wir uns Projekte vor. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir auf die Baustelle des Kunden. Thank you.
professionelle Montagesysteme, professionelle Produkte, professionelle Beratung, professionelle Ausführung durch den Kunden selber. Ja, hat ein DIY-Kunde gebaut. Und deshalb nochmal die Frage, warum Kompromisse machen? Werden Sie selbst zum Profi mit entsprechender Systemtechnik, kostenloser Planung, Beratung durch uns, online per Live-Termin, Online-Planer nutzen, wir planen für Sie mit 9 Leuten oder hier im TTZ live besuchen. Bitte anmelden, wir sind immer gut ausgebucht und deshalb, das ist unser Angebot an Sie. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage, bleiben Sie gesund, auf Wiedersehen.